Es ist mitten in der Nacht, wir wachen gerade von einem Traum auf und stellen fest, dass wir furchtbar durstig sind. Aber gerade als Kinder macht uns der Gedanke daran, aufzustehen, einfach Angst, weil wir ja nicht wissen können, was da in der Dunkelheit auf uns lauert. Was tun wir? Wir sagen einfach unserem Dad, ob man ein Glas Wasser haben könnte. Dieser steht natürlich immer bereitwillig für uns aus dem warmen Bett auf und bringt uns ein schönes, kühles Glas Wasser. Doch wie wir schon gesagt haben, wir wissen nicht, was da in der Dunkelheit auf uns lauert. Und damit sage ich ganz herzlich willkommen zu Scary Games Folge 17. Can I have a glass of water? Viel Spaß! So, damit sage ich ganz herzlich willkommen zu Can I Have a Glass of Water? Ein Spiel, bei dem wir für unsere Tochter aufstehen werden, um ein Glas Wasser zu holen. Und das natürlich mitten in der Nacht. Haha, bin schon gespannt. Okay. Daddy, can I have a glass of water? Sure thing, sweetheart. Soweit schon mal realistisch. Object, get your daughter some water. Okay, das sollten wir hinkriegen. Press E to open doors and interact. Ah, wir haben natürlich auch eine Taschenlampe. Okay, press E to open doors. Wir können diese Tür nicht öffnen. Aber diese können wir öffnen. Ist seltsamerweise eine Tür, die genau in denselben Raum führt wie die andere. Gut zu wissen. Okay, müssen wir ein Glas. Ah, oh, das. Was war das? Was war das? Hab ich jetzt einfach mal überhört. Gut. Ah, da müssen wir vermutlich nach unten gehen. Können wir eigentlich. Wir können keine Lichter anschalten, denn es gibt ja nichts Gemütlicheres, als mitten in der Nacht nur mit einer Taschenlampe ins Dunkle runterzulaufen. Sehe ich auch so. Okay, soweit realistisch. Jetzt sollten wir mal das Zimmer unserer Tochter finden. Das dürfte das Badezimmer sein. Er hat so einen seltsamen Gang, oder? Als würde er einfach nur sehr, sehr große Schritte machen. So kommt es mir auf jeden Fall vor. Also die Ganganimationen sehen irgendwie sehr seltsam aus, finde ich. Okay, ist es vielleicht das hier? Nein. Ja, sag mal, wo hat denn dieses Mädchen eigentlich ihr Zimmer? Hier irgendwo? Vielleicht hier? Hä, was? Oh, okay. Ah, hier. Hallo. Thanks, Dad. You're welcome. Can you shut off my light, too? Sure thing. Klar doch. Wait a minute. I don't have a daughter. Daddy? Oh mein Gott, wer hätte damit gerechnet? Das ist das ganze Spiel. Oh mein Gott, was? Okay, so viel dazu. Also, wir haben hier offensichtlich ein Spiel gefunden, in dem ein etwas verwirrter Vater für eine Tochter ein Glas Wasser holt, die er gar nicht hat. Seltsamerweise auch ein Spiel, in dem dieselbe auch ein Zimmer hat, was irgendwie ein wenig, what? Okay, also, ich finde es auf jeden Fall eine sehr lustige Wendung haben wir hier, auch wenn das Spiel natürlich alles in allem dann irgendwie keinen Sinn mehr ergibt, denn ich habe ein Zimmer für eine Tochter, die ich gar nicht habe und bringe einer Tochter, die ich gar nicht habe, sondern die eigentlich nur ein Dämon ist, ein Glas Wasser. Okay, kann ja total realistischerweise passieren. Auf jeden Fall finde ich es sehr witzig gemacht. Es ist auf jeden Fall, wenn man es einmal spielen möchte, wenn man das Spiel nicht kennt natürlich, sehr, sehr lustig.
In dem Fall tut es mir sehr leid, dass ich euch hier die Wendung bereits versaut habe, aber ich finde es trotzdem wirklich, wirklich lustig, es mal gespielt zu haben. Ja, ich glaube nicht, dass sehr viel mehr dabei rausspringt, deswegen werde ich es jetzt auch kein zweites Mal spielen. Jedenfalls ist das ein etwas kurzes Scary Game geworden, aber ich finde, dass es trotzdem ein ziemlich lustiges Scary Game geworden ist. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video wieder mal gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!